Hi Leute, ihr kennt's. Ihr braucht dringend Tokens im Polygon-Netzwerk und Binance lässt euch mal wieder nicht auszahlen. Wenn ihr Tokens auf der Binance Smart Chain liegen habt, könnt ihr sie mittlerweile schnell und günstig zu Polygon schicken. In diesem kurzen Video zeige ich euch, wie es funktioniert. Erstmal müsst ihr auf PancakeSwap eure Tokens in einen der drei Stablecoins USDC, USDT oder DAI umtauschen. Dann verbindet ihr euch auf der Webseite xPolynate mit eurer MetaMask und wählt dann oben BSC, darunter den Stablecoin und links gebt ihr den Betrag ein, den ihr verschicken wollt. Unten wählt ihr dann Polygon aus. Lasst euch von den 43 Dollar nicht verwirren, das war noch der Betrag von meiner Testtransaktion. Links seht ihr den Betrag, den ihr bekommt. In dem Fall zahlen wir knapp 1,50 Dollar Gebühren an die Webseite. Solltet ihr so einen Internal JSON RPC Error bekommen, verschickt einfach ein paar Dollar weniger. So hat es auf jeden Fall bei mir funktioniert. Wichtig ist auch, dass ihr etwas von dem Netzwerktoken haltet, von dem ihr die Coins verschickt. In dem Fall BNB. Würdet ihr jetzt von Polygon zu BNB swappen, würdet ihr Matic brauchen. Hier bestätigt ihr dann die Transaktion und wartet eine Weile. Wenn die Transaktionen dann bestätigt wurden, erscheint unten der Sign to Claim Transfer Button. Hier müsst ihr auch einfach nochmal das Ganze virtuell mit eurer MetaMask unterschreiben. Danach wartet ihr nochmal kurz. Wie ihr seht, hat der ganze Prozess knapp 3 Minuten gedauert. Wechselt danach in das Matic-Netzwerk, um zu kontrollieren, ob es wirklich angekommen ist. Es kann sein, dass ihr den USDT, USDC oder DAI Coin noch nicht zur MetaMask hinzugefügt habt. Um euren kompletten Wallet-Inhalt zu prüfen, könnt ihr euch direkt mit der Polygon Wallet verbinden. Alle wichtigen Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Hier habt ihr die komplette Übersicht und hier könnt ihr, wenn ihr über die Zeile hovert, rechts den Coin direkt per One-Click zur MetaMask hinzufügen. Und das war's schon. Je nachdem, welchen Token ihr braucht, könnt ihr ihn bei QuickSwap dann auf Polygon durchtauschen. Ich danke dir fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao.